Wunderbar. Wir brauchen jetzt hier Bernd Schmidt und Jürgen Kritz für unsere abschließende Reflexion. Wir sind jetzt in der Phase dieser wunderbaren Fachtagung, wo wir zusammenführen, was wir erlebt haben, welche Eindrücke wir haben, wie wir die Eindrücke vielleicht auch in einen bunten Strauß bündeln können. Ihr dürft hier. Wo sollen wir sitzen? Ja. Hier. Sollen wir die beiden Stühle noch hier? Nee, das ist so extra gedacht. Also die Choreografie der Bühne ist jetzt so angelegt, zur Irritation, Bernd, vielleicht als Erklärung. Dirk und ich haben jetzt so gedacht, wir reflektieren. Wir sind diejenigen, die hier von diesem Publikum unterschiedlichste Grüppchen, Subgrüppchen kennen oder kannten und wollen mal so ein paar Gedanken einfangen, die wir im Gespräch hatten. Ihr könnt einfach euch erstmal einhören und dann würden wir euch zum Feedback einladen, bezogen auf den ein oder anderen Punkt, der euch wichtig erscheint. Bist du soweit, Dirk? Oder ist die Technik noch am Machen? Dirk, ich kann dein Mikrofon anmachen. Kannst du das Headset anmachen? Ich möchte in meiner Anmoderation für ein Mini-Reflecting-Team erstmal kurz hinweisen, dass Friedemann Schulz von Thun, er wäre jetzt der dritte Stuhl hier in der Reihe, er ist jetzt mit seiner Familie zurück nach Hause. Ich weiß es nicht. Zurück nach Hause, kann also bei der Abschlussrunde nicht dabei sein. Wir werden seine guten Gedanken und Wünsche mit hier einbeziehen. Was ich nochmal für das abschließende Fazit ganz spannend fand und dazu erstmal an euch beide, aber auch an Friedemann Schulz von Thun einen ganz besonderen Dank. Was nicht selbstverständlich ist, ist, dass bei drei Hauptreferenten alle Referenten von Anfang bis Ende dabei sind. Und das ist ein toller dialogischer Prozess. Das ist ein toller dialogischer Prozess und das möchte ich auch einfangen hier in diesen Abschluss, weil jeder sich ja auch von den anderen hat inspirieren lassen. Da sind ja auch nochmal eigene Gedanken erweitert und in neue Formate gekommen und insofern ist das nachher bei euren Rückmeldungen auch nochmal ganz spannend. Was nehmt ihr nicht nur von euch selbst, auch von den anderen und von der Gestalt dieser Tagung mit? Ja, danke schön. Aber bis dahin, Dirk, wir beide, wir sind so diejenigen, die ein Stückchen die Gedanken für dieses Abschlussforum zusammenführen wollten. Und wenn wir jetzt so ganz unter uns vielleicht, so bezogen auf die drei Kollegen als Referenten, so sagen sollten, das haben ja einige im Publikum uns auch zwischendurch rückgemeldet, was konnten wir von den Persönlichkeiten, von den personalen Kompetenzen dieser Menschen mitnehmen als Teilnehmer? Also lass uns mal kurz eine Phase andenken, was reflektierend Spannendes da war. Also ich kann auch für mich mal anfangen, im Dialog. Ja, gerne. Ich hatte so gedacht, also mir ist aufgefallen, dass bei allen drei Referenten etwas gleich war. Und zwar so eine hohe Involviertheit und mit ihrem eigenen Thema. Und dieses Thema oder dieses Werk schon immer biografisch lange, lange Prozesse hat und jetzt hier in der Tagung einen wunderbaren Ausdruck fand. Und ich hatte so einen Moment lang die Idee, oh, es könnte spannend sein, 70 zu werden und so lebendig mit eigenen Erfahrungen und Weisheiten sich hinzustellen und diese den anderen zur Verfügung zu stellen, egal welchen Alters. Ja. Und du? Ich freue mich auch darauf, wenn ich 70 bin.
Ich fand auch eine Gemeinsamkeit besonders, und das freut mich besonders, weil ich, mir ist es immer wichtig, und ich hoffe, dass es mir gelingt, und bei den dreien habe ich es für mich so gesehen, dass es gelungen ist, dass sozusagen Inhalt und Persönlichkeit übereinstimmen, und also Inhalt und Methode, und dass ich fand, dass alle drei auf mich sehr authentisch gewirkt haben. Auch was von sich erzählt haben und auch von ihren eigenen blinden Flecken, vielleicht sogar am Freitag ganz offen. Und aber auch heute war das irgendwie, vielleicht meinst du das auch mit involviert sein, dass es tatsächlich irgendwie auch eine Haltung ist, das ist mir immer so wichtig, die gelebt wird. Und das hat mich am meisten eigentlich beeindruckt. Ich kannte alle drei jetzt aus der Literatur. Und ich finde das dann immer spannend. Ich habe eigentlich alle drei wirklich das erste Mal hier live erlebt. Und wenn ich dann irgendwie merke, dass was geschrieben ist, das ist nicht nur einfach nur dahingeschrieben, sondern das ist ein Teil, den ich jetzt beurteilen kann, wo ich glauben würde, okay, ja, das leben sie auch. Also ich kann ja nicht alles beurteilen, was sie wirklich leben, aber zumindest diese Authentizität, die finde ich das für mich jetzt am beeindruckendsten. Ja, das war auch für mich quasi sozusagen der zweite Strang. Gibt es noch Offenes oder Halboffenes, so thematisch? Und dann habe ich erst gedacht, halboffen war, gestern hat Schulz von Thun die Organisation des inneren Teams beschrieben und wie die vordere Reihe und die Widersacher, die etwas verdeckten, und die Frage aus dem Publikum, wie kriegt man das denn innen drin organisiert, dass zur richtigen Zeit die Richtigen auf dem Plan sind. Also bezogen auf den Teil der Pädagogen, die hier im Raum sind, war so ein Gedanke, ja, und auch vielleicht auf die Berater hin. Es ist vielleicht genau der Geburtshilfevorgang, gestern war das Wort mehrfach gefallen, dass der unterschiedlich lang dauern kann. Die Einladung zur inneren und äußeren Organisation meines eigenen Selbst in dieser Welt, ja? Ja. War so eine Idee. Gibt es noch was, wo du sagst, offen, teiloffen, halboffen? Für mich wo, mit welchen mich, Fragen genau. gehen wir noch schwanger, genau, die noch also nicht ich, geboren sind? Ja, ich gehe vor allen Dingen mit zwei Dingen schwanger. Das eine bezieht sich auf den Vortrag von Bernd Schmidt und das andere auf den von Jürgen Krietz. Einmal mit der Einladung von Bernd Schmidt, der durchaus als Berater auch Ratschläge mir zu erlauben, Klienten zu geben. Und da gehe ich in zweierlei Hinsichten schwanger. Auf der einen Seite denke ich so, ja, vielleicht ist mein Widerstand gegen diese Aussage auch ein Indiz dafür, dass ich diese Einladung ernster nehmen sollte. Ich habe aber aus einer, und das wäre vielleicht dann auch eine Einladung, dann wirklich im Reflecting Team jetzt die beiden oder erstmal auch den Bernd Schmidt zu hören, eigentlich aber auch ganz große Bedenken dagegen. Mhm. Denn meine Erfahrung zeigt, dass ich mit Ratschlägen in Beratung den Klienten, und ich darf das jetzt alles so benutzen, weil er hat es ja selbst erklärt, im Kindheits-Ich belasse. Ein Stück weit und in gewisser Weise, in gewisser Zeit aus dem Eltern-Ich heraus agiere in dem Moment. Und dann kann ich mit meinen Ratschlägen gegebenenfalls dem Klienten helfen für die eine Situation, aber auf einer Metaebene ist es eigentlich keine wirkliche Weiterentwicklung der Persönlichkeit, weil gegebenenfalls geht der Klient nachher raus und sagt so, mir geht es zwar ganz gut, aber das habe ich nur dem Ben Schmidt oder dem Dirk Rohr zu verdanken oder wem auch immer. Und das wäre für mich so eine, etwas, wo ich sagen würde, ah, da wäre das eine spannende Diskussion. Das ist eine offene Frage, das war ja deine Frage. Ja, gleich mal nachhören. Ja, genau. Finde ich ganz spannend. Beim zweiten Vortrag war das diese Sinndeutung. Das war, habe ich mir, das ist so eingeprägt neben dieser Täternarration bei dir, Jürgen. Das fand ich sehr, sehr spannend, das wirklich bewusst einmal umzudrehen, was sozusagen sonst so Interaktionen sind, aus Problembeschreibungen heraus. Aber diese, du hast es, glaube ich, geschrieben, Interaktion muss immer durch das Nadelöhr personaler Sinndeutung. Das war, glaube ich, dein, das habe ich jetzt als Zitat so im Ohr noch. Und da kann ich noch nicht viel zu sagen, das finde ich extrem spannend. Und vielleicht ist es mir sogar auch ein bisschen was, das, was mir beim Freitagabend fehlte. Ansonsten bin ich ja total happy und denke auch, das innere Team ist so eine Art Metamodell. Da passt ganz, ganz viel rein. Aber gerade dieser Aspekt der Sinndeutung, der personalen Sinndeutung, der hat... Das wäre für mich irgendwie noch eine offene Gestalt, vielleicht. Und bei mir ist noch ein dritter Teil offen, aber für beide eigentlich jetzt gleich, würde ich Sie auch gerne danach fragen. Wir beide teilen ja miteinander, dass wir im wissenschaftlichen Beirat des Dachverbandes für Beratung sind, also mit beratungswissenschaftlichen Grundsatzfragen unterwegs sind und wie da Profilbildung passieren kann. Das würde mich schon noch interessieren, wie die beiden, was die uns auf den Weg geben wollen, zumal unsere Community ja reichlich bunt ist. Ja. Ja,
Das naja, ich, aber ja, wir können Sie auch selber fragen, vielleicht jetzt. Großartig. Oder? Ja, sollen wir das machen? Dann gehen wir einfach dahin mit dem Stuhl. Ja, vielleicht habt ihr beide, wer mag, mal auf den einen oder anderen Punkt eingehen. Bernd, du? Ach so, okay. Ich gerne. Also ich sage gern, gerade Ratschläge sind auch Schläge. Da habe ich ja seit Jahren eine Diskussion auch mit Sonja Radatz, die ja mit diesem Buch sehr großen Erfolg hatte. Komme ich gleich drauf. Ich will aber vorher noch mal was sagen. Ich bin ja Transaktionsanalytiker und wir haben ja gelernt in Teilpersönlichkeiten und Ich-Zuständen und innere Kommunikation und Team und das mit einer etwas anderen Sprache und Perspektive haben wir das intensivst gelernt und geschult. Ich bin aber ein Beispiel dafür, dass sich das gar nicht für jeden eignet, weil ich kann mich nicht in diese Teilperspektiven einteilen. Für mich stimmt das nicht. Wenn ich Zahnweh habe, hat alles Zahnweh. Und für mich ist das eine ausgesprochen künstliche Selbstunterteilung. Und deswegen bitte ich zu bedenken, dass das eine Art der Konzeptionalisierung von Persönlichkeit ist, die durchaus auch nicht für jeden passt. Deswegen muss man wohl überlegen, wenn man das in Beratung, Therapie oder Weiterbildung verwendet, ob das eigentlich das richtige didaktische Modell ist, den anderen einzuladen, mit unterschiedlichen Tendenzen seiner selbst konstruktiv umzugehen. Für mich persönlich passt das nämlich zum Beispiel nicht, wobei ich sehr viel besser mit dem Rollenmodell umgehen kann. Also wenn ich mir überlege, ich bin jetzt in der Vorgesetztenrolle oder in der Auftraggeberrolle oder in der Kooperationspartnerrolle, dann entstehen unterschiedliche Perspektiven auf dieselbe Wirklichkeit, die ich aber nicht in inneres Team unbedingt einteilen würde. Dankeschön. Dann sage ich nachher was noch zu dem Ratschläge. Ja, ihr habt ja den Ratschläge-Aspekt angesprochen, auch andere Ratschläge auch. Da fällt mir so eine Art zweierlei ein. Also was, glaube ich, wichtig ist zu unterscheiden, oder was ich jedenfalls immer auch dann als Ratschlag gesagt habe, in der Therapie, glaube ich, sollte man so persönlich wie möglich sein, aber so wenig privat wie möglich. Also die Unterscheidung zwischen persönlich und privat zu machen. Also ich bin immer als ganze Person da und auch mache ich mich durchsichtig, aber natürlich nicht mein Privatleben. Das wird oft schon mal verwechselt, das ist das eine. Und das zweite ist eben, wir sollten nicht so sehr, es sind ja immer alles Kategorien, über die wir reden und die brauchen wir auch, weil wir können ja nicht in dem Chaos versinken, aber wir müssen immer daran denken, dass es Kategorien sind. Also wir müssen gucken, was sind denn überhaupt Ratschläge und was sind keine Ratschläge, und ich würde lieber auf der Ebene, also es geht um eine Grundhaltung. Also um das deutlich zu machen, was noch radikaler ist, ich bin ja Rogerianer von Hause aus oder eher personenzentrierter Therapeut jedenfalls. Na, und da gab es ja mal so Strömungen, die die Empathie dann skaliert haben für Studenten, damit man es erstmal lernen kann. Dann kriegte man so irgendwas auf der Skala zwischen 1 und 7 oder 10, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das war. Also 1 ist dann schlecht, wenn man überhaupt nur externe Sachen macht, und 10 ist immer, wenn man es ganz persönlich macht. Und man soll natürlich jetzt möglichst persönlich machen und nicht entwerten und so etwas. Und das ist auch völlig richtig, aber das darf man eben nicht zu wörtlich nehmen. Also ich finde das toll und habe das auch oft gemacht, wenn ich eine Beziehung zu Patienten kriegen konnte, die aus Max aufgeschrieben, wo ich sagen konnte, und ich erkläre es aber gleich, sie oder du bist ein ganz dummes Schwein. Das wäre -10 ungefähr gewesen auf der Rogerianischen Skala. Und das natürlich, der Kontext wäre, also ich habe es jetzt bewusst jetzt überspitzt, wenn deutlich wird, dass ich was ausdrücke, was dieser Klient zu sich selber macht, was wir bereits kennen, und einfach was thematisiere, wo wir beide dann über diesen Satz herzhaft lachen können, weil sofort deutlich wird, aha, da mache ich wieder dieses mit mir selber. Und plötzlich wird deutlich, wenn ich das jetzt genau gucke und skaliere und die Worte mir angucke, ist es natürlich absolut unmöglich, aber natürlich kann man das machen. Und also das ist nämlich als Beispiel dafür, es geht um die Haltung heraus, auf der ich was sage oder nicht sage. Also will ich den beeinflussen
Und da habe ich vorhin auf jeden Fall auf die Gefahren hingewiesen. In Phasen der Instabilität ist die Gefahr der Gehirnwäsche vergleichsweise groß. Und da muss ich mich unbedingt zurückhalten, obwohl das da am allermeisten gefragt ist. Was soll ich denn tun? Was kann ich machen? Können Sie mir nicht einen Ratschlag geben? Wir haben jahrelang auch Telefonseelsorger ausgebildet, wo wir Wert darauf gelegt haben, dass die mindestens 2 Jahre Ausbildung haben, bevor sie ans Telefon gingen, weil die wären am liebsten nach 2 Wochen ans Telefon gegangen und hätten dann sozusagen ihre klerikalen Vorstellungen nach dem Motto, wenn da jemand am Telefon sagt, können Sie mir nicht einen Ratschlag geben? Naja, der will ja einen Ratschlag haben, dann kann ich es ja machen sozusagen. Ich übertreibe hier wieder und mache was verkürzt. Und auch da ist wieder deutlich, was soll denn so ein armer Mensch am Telefon in unserer Alltagskultur sagen, wenn er nicht weiter weiß? Dann sagt man, können Sie mir nicht einen Ratschlag geben? Aber der will gar keinen Ratschlag haben, sondern das ist ein Ausdruck, ein sprachlicher Ausdruck, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Und wenn ich das als Rechtfertigung nehme, um dem eine Predigt zu halten oder dem was zu erzählen, was gut ist oder was schlecht ist und so etwas, dann missbrauche ich sozusagen diese Phrase, die eigentlich was ganz anderes meint, obwohl sie wörtlich genauso gesagt worden ist, um was zu tun. Aber wenn ich mir klar werde, in welcher Situation bin ich und was meint denn das? Also nicht, was sagt jemand, der das sagt, sondern was meint jemand, der das sagt, kann ich auch daneben liegen. Also man kann auch irren und man ist nicht immer nur auf der guten Seite und sonst was. Aber also zumindest diese Frage sich zu stellen, glaube ich, ist eine gewisse, also hilft jedenfalls darüber, die negative Seite der Beratung vielleicht eher zu vermeiden. Aber dann kann man auch die positive durchaus nutzen, so würde ich das sagen. Dankeschön. Bernd, du willst noch was zu dem Ratschlag und ja. Der Nachfrage. Weil es ist ja wichtig, dass wir uns darauf besinnen, aus welchem Kontext heraus wir darüber eine Meinung abgeben. Und ich merke, dass ich da wieder Seelsorge, Therapie und labile Menschen auf der anderen Seite als Kontext reinschleiche. Das ist nicht meine Wirklichkeit. Ja. Wir verwenden sehr viel, wir nennen das Learning Conversations, wie man zusammen lernt im kollegialen Professionalisierungszusammenhang, wo es darum geht, dass jemand, der vielleicht ein Anfänger ist in seiner Profession oder ein Anfänger in seinem Feld, der viele Kategorien, die man braucht, um solche Aufgaben feldadäquat zu lösen, überhaupt gar nicht kennt, der deswegen auch gar nicht nach denen fragen kann. Und deswegen ist es ja ganz wichtig, zumindest, dass ich, der ich als kollegialer Lernpartner mit dem unterwegs bin, merke, wenn er schildert, wie er seine Wirklichkeit angeht, dann entstehen in mir Ergänzungen. Ich würde das so und so angehen oder das sind Dimensionen, die man einbeziehen muss, die gehören da noch dazu, das weiß der gar nicht. Das muss er aber wissen, sonst kann er das Problem nicht lösen. Also wir müssen uns, wir müssen gucken, in welchem Kontext wir da unterwegs sind und da ist natürlich das, und du hast es ja richtig gesagt, die Haltung nicht im Sinne von, ich weiß für dich die Lösung, mach so, dann ist es gut, sondern im Sinne, wenn ich dir zuhöre, dann fehlt mir ein Vergleichsprojekt oder eine Zeit aus meiner Arbeit ein oder jemand, den ich kenne, der das so angegangen hat und der hat sich darin totgelaufen. Und aus meiner Sicht ist er erst weitergekommen als, und dann zum Beispiel als er folgende Dimension überhaupt mit in Betracht gezogen hat, dass er also ganz andere Perspektiven eingenommen hat. Und auf diese Weise ist es ein Stück gegenseitig aus der Erfahrung dem anderen Vorlagen bilden, die nicht in kleinschrittigen analytischen Kategorien daherkommen, sondern in Lösungsbildern, mit denen derjenige sich wieder ins Benehmen setzen kann, um zu merken, hat er das auf dem Schirm gehabt, findet er das gut, passt das zu ihm und dann kommen weitere kollegiale Lerninteraktionen zustande. Und was das Training von Leuten betrifft, sage ich immer, verbietet euch nicht die Lösungen, die euch einfallen und die Ratschläge, die ihr geben wollt, denn die bergen implizit eine Diagnose. Die bergen eine Vorstellung, wo der andere ist und was er braucht. Natürlich sollte man, wenn man kein geschultes Metabewusstsein hat, das nicht plump rübergeben als Lösung. Aber man kann zum Beispiel sagen, wenn ich dir zuhöre, kommen mir folgende Ideen. Und ich neige dazu, dir folgenden Ratschlag zu geben. Lass uns mal zusammen überlegen, ob das dir überhaupt entspricht. Und dann entsteht ein Lernprozess, der überhaupt nichts mit Ausbeutung von labilen Personen und all diesen Dingen zu tun hat. Also Kontext beachten. Ist das ungefähr das, Dirk, was du vorhin meintest?
Ja, ich habe also zwei Seiten. Auf der einen Seite bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, ich hätte jetzt mal einen Punkt gefunden, wo wir konträr diskutieren könnten. Bin aber deswegen fast gleichzeitig enttäuscht, weil ich das, wie ihr beiden das jetzt so nochmal den Kontext und aber auch in drei Sätzen drumherum mit Haltung vor allen Dingen kombiniert, bin ich dann leider wieder d'accord. Und ich bin auch mittlerweile d'accord. Also in unseren Zusammenhängen von Beratung, Supervision, Coaching passiert es zurzeit, dass es so eine ganz bestimmte Welle innerhalb von der Deklaration Coaching gibt, die so furchtbar schnell sind mit Ratschlägen, aber mit der Kybernetik erster Ordnung, so nach dem Motto, dann machst du das und jenes ist passend. Und ich finde jetzt gerade in euren beiden Erläuterungen einfach auch eine andere Qualität, wo das Person selbst sozusagen seine Reflexion oder Diagnostik vielleicht bisheriger Stand zur Verfügung stellt und dadurch das Gegenüber einlädt, eigene Optionen zu finden. Das heißt, der Ratschlag muss nicht in Verhalten 1:1 übersetzt werden, sondern soll eher anregenden Charakter haben. So habe ich das jetzt eigentlich bei jedem von euch verstanden. Das söhnt mich jetzt einen Tacken aus, weil diese Welle von einfach strukturierten Ratschlägen im Moment ziemliches Unwesen treibt. Also kritisch, selbst bei den Systembegannen, also eine kurze Erfahrung. Und da gibt's, da sieht man eben, dass systemisch durchaus was Verschiedenes meint und auch durchaus kompetent sein kann. Also ich sage mal die Erfahrung. Ich war mal eingeladen zu so einem 3-Tage-Workshop von einem Team, das international organisiert ist und wirklich gute Leute hat. Und sogar noch reflektiert, die schreiben auch noch viel, also ich sage nicht mehr, es geht nicht darum, wer das ist, also die schreiben auch kluge Bücher und sonst was alles. Also, aber als ich meinen systemischen Ansatz da jetzt nicht so abstrakt, sondern also eher natürlich tendenziell konkreter machte, merkte ich wieder, also was die Arbeit betrifft, nämlich die Idee der Destabilisierung und das Hinterfragen von Kontexten, sehr unterschiedlich im Team, das war ein sehr großes Team, ankam. Und dann ging es natürlich auch darum, mal so vorzuführen, also wie geht das denn eigentlich? Und eine Beraterin hat erzählt sozusagen, die selber in so einer großen Organisation ist, bereits 3 oder 4 Coachings gemacht hat und noch weiter muss und hatte ein Problem sozusagen, also eine Frage auch, soll sie es so oder so machen? Und ich habe gesagt, okay, ich mache mit der mal das Interview und wir gucken uns das mal an. Ich habe das Interview gemacht, so wie ich das mache und wie ich das auch in dem Zusammenhang wichtig fand, nämlich ich habe sie reden lassen, aber nur ganz kurz und habe dann sozusagen sehr schnell und sehr oft immer rückgefragt, was das bedeutet, also welcher Kontext da ist, vor meinem inneren Hintergrund immer zu gucken, ja, wo schränkt sie sich denn in ihrer Weise von dieser Firma, also dieser großen Organisation zu schreiben, wo schränkt sie sich bereits in ihren Beschreibungen selber ein? Also und wenn man das hinterfragen kann, wo gibt es da Möglichkeiten, Optionen überhaupt, diese Firma auch ganz anders zu sehen, weil dann, was ich mache, ne, das ging so ungefähr eine halbe Stunde und Einzelne wurden, also es ist auch ein sehr heterogenes Team, aber Einzelne wurden ganz unruhig und sagten dann nach einer halben Stunde, also wenn du jetzt endlich mal die ausreden lassen würdest, dann wüssten wir doch, was das Problem ist. Ne? Und daran wurde mir zum ersten Mal deutlich, aha, man kann auch sozusagen systemisches Wissen, kann auch eine andere Art von systemischer Arbeit eventuell verstellen. Die sind hochkompetent, und ich habe mir die Publikationen dann nochmal angeguckt unter dem Aspekt, die sind hochkompetent sozusagen Entwicklung von Organisationen zu beschreiben. Da gibt es viele Bücher, die sind hoch anerkannt und werden gut verkauft und viele Videos und sonst was alles. Und gucken natürlich, wenn so eine Beraterin was beschreibt, vor dem Hintergrund dieser Folien, wie sich Organisationen entwickeln, an wo könnte diese Organisation stehen und wie kann man intervenieren. Das ist durchaus ein sinnvoller Zugang, würde ich mal sagen. Aber mein Bestreben in dem Augenblick war was ganz anderes. Ich hatte die vor mir und die hatte Probleme und überlegte, was soll ich tun. Und meine Aufgabe sah ich darin, zu gucken, wo bereits in der Beschreibung dieser Organisation engt sie sich, wie ich gesagt habe, selber ein. Und das nochmal auf den Punkt gebracht, weil da habe ich nicht lange drüber nachgedacht, was ist eigentlich der Unterschied. Ich dachte, ich meins wäre richtig und das andere ist falsch, aber inzwischen denke ich, sind beides verschiedene Zugänge, aber es ist gut, wenn man sie zumindest sieht. Und das eine ist, es gibt bereits Landschaften und Bilder und manche fühlen sich dann da eben kompetent und vergleichen das mit und geben auf
von diesem Hintergrund, dieser Landschaften und Bilder sagen sie, okay, was man tun kann, das ist die Erfahrung sozusagen, die da reinkommt. Und warum nicht? Das ist manchmal ganz sinnvoll. Aber genauso sinnvoll kann sein, bevor ich überhaupt diese Beschreibung der Landschaft und Bilder benutze, auf hochkompetentem Wissen von mir aus und den Büchern, zu gucken, ja, wie komme ich denn da überhaupt dieses Bild auszuwählen? Also bin ich überhaupt auf dem, also entspricht meine Beschreibung bereits dem, was ich, auf das ich hinaus will? Und dann muss ich natürlich genau auf einer anderen Ebene fragen, nämlich ist das, was du da machst, also bist du da sicher, dass das überhaupt dieses Bild ist oder ist es was ganz anderes? Und wie engst du dich bereits, in, dass du überhaupt diese Bilder benutzt, wie engst du dich in deiner Kreativität eventuell ein? Man merkt beides, würde ich sagen, systemisches Arbeiten. Beide hat aber einen unterschiedlichen Fokus und unterschiedlichen Ebenen und ich glaube, sinnvoll ist, wenn man das überhaupt so wahrnimmt, deswegen sage ich es auch nochmal, und vielleicht beides zu gerechten Zeiten miteinander verbindet. Ne? Ich möchte nochmal, weil das mein Anliegen ist, aus diesem Organisationsfeld einfach nochmal eine ganz andere Betrachtungsebene, Aufberatung aufmachen, weil ich natürlich klientzentriert, ich habe auch eine komplette Roger-Ausbildung seinerzeit gemacht, im Sinne von, ich muss in der Lage sein, einen Menschen, der mit seinen Fragestellungen ringt, zu verstehen und mich auf seine Seite stellen könnte, wie er mit seinen Lösungsversuchen umgeht. Ja, aber Menschen, die sich zum Beispiel damit auseinandersetzen, und das wäre jetzt Coaching im Rahmen einer Besetzungsstrategie für ein Organisationsentwicklungsprojekt, die machen ein großes Projekt, die sagen, wir brauchen folgende Schlüsselfiguren, das Projekt soll folgendermaßen aussehen, wir werden in folgende Zukünfte aufbrechen, dann gibt es eine Organisationsentwicklungsstrategie, wie man sich das vorstellt, skizziert erstmal und dann überlegen sich die Unternehmensinterne, wir geben jetzt jedem, der sich interessiert, darin Funktionen einzunehmen, die Gelegenheit für sich mal zu klären, ob das auf ihn passen würde. Dass die Leute nicht, nur weil es attraktive Rollen sind, in was reinstolpern, was nachher überhaupt nicht zu ihnen passt und dann jede Menge Zusatzcoaching-Bedarf, weil die Welt nicht stimmt, hervorruft. Und da können wir Beratungsformen entwickeln, dass zum Beispiel ein Organisationsentwicklungs-, Organisationsberatungsunternehmen auch ein Coaching-Angebot macht, dass jedem, der aus dem Unternehmen sich dafür interessiert, sich für eine dieser Rollen in diesem Projekt zu bewerben, eine gezielte, fokussierte Selbstklärung ermöglicht. Und da ist der andere Fokus natürlich, was ist in diesem Organisationsentwicklungsprojekt vorgesehen? Und das ist Organisationskultur, Organisationsentwicklung zentriert. Und die Beratungsleistung besteht darin, demjenigen zu helfen, seinen personenzentrierten Ansatz zu kombinieren mit dem organisationszentrierten Ansatz und mit dem Anliegen, um auf diese Weise eine Passungsklärung hervorzurufen, die auch Feedbackschleifen wieder zur Leitung des Projektes. Ne? Sagt, du hast gar nicht die Leute, die das wollen und können. Kannst du überhaupt so ein Organisationsentwicklungsprojekt lostreten? Und das gibt, und deswegen ist es wichtig, dass diese Beratungsleistung, die Coaches, die dürfen nicht rangehen nach dem Motto, wo drückt dich irgendein Schuh, sondern die wissen im Prinzip, um welche Beurteilungsdimension es geht, wenn jemand sich damit auseinandersetzt, ob er einer solchen Rolle gewachsen ist oder nicht und ob sie zu ihm passt. Und da braucht es eine Abstimmung mit den Kollegen, die gleichzeitig die organisationsberaterische Seite vertreten und die mit den Mächtigen und Verantwortlichen in der Organisation, die ja dann diese Kultur auch voranbringen sollen, ins Benehmen setzt. Und da entstehen ganz andere Perspektiven, die die Einseitigkeiten von wichtigen Steuerungsprinzipien für Beratung und Coaching durchaus relativieren und in ganz neue Balancen bringen muss. Ja, ganz herzlichen Dank. Kleiner Schnitt im Blick auf unsere Zeit. Wenn ihr beide jetzt so für euch resümiert, diese Tagung, was für ein Beitrag, also wenn ihr den Strauß für euch jeder bindet, was ist eure Essenz, die schönste Blüte, die schönsten zwei Blüten im Sinne der Erkenntnisse oder ja, wer mag mal anfangen? Ja, ich fange da mal an. Also ich glaube, wir drei stehen für drei Felder, in denen wir Bildung voranbringen sollten. Und der Friedrich Schulz von Thun hat ja in seiner unverwechselbaren Weise und sympathischen Weise ja aufgezeigt, was
Basics für Selbstklärung sind. Und das ist ein Instrumentarium, über das jeder verfügen sollte. Und es ist wichtig, dass jeder wissen sollte, wie er solche inneren Klärungsprozesse in sich vornimmt und ich sage immer gleich noch dazu, und andere dazu einlädt, das auch zu tun, weil man nicht immer einen Schulz von Thun im Raum hat. Das heißt, es muss multiplizierbar sein und von daher muss es instrumentalisiert werden und das hat er in hervorragender Weise gemacht. Was ich bei dir bemerke und auch bewundere, ist das enorme Kulturwissen, das du damit reinbringst und der Zusammenhang zu den ganzen wissenschaftlichen Grundlagen, finde ich ganz klasse. Ich sitze dann und denke, ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Und dann denke ich wieder an mein Feld. Wir müssen das konfektionieren für ein Feld. Denen kann ich das nicht erzählen, was ich von dir höre. Das heißt, ich muss daraus Produkte, Anleitungen, Übungsmöglichkeiten machen. Ich muss das kombinieren mit ganz vielen anderen Aspekten der Unternehmenswirklichkeit, in der die Professionellen unterwegs sind. Und da merke ich, da sind noch viele Brücken zu bauen. Und unser Institut steht, glaube ich, und das hat natürlich einfach mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun, dafür aufzuzeigen, wie viele Dinge noch dazukommen müssen. Wir sind Zehnkämpfer, wir können nicht eine Perspektive optimieren. Wir gewinnen, wenn wir in 10 oder mehr Perspektiven gleichzeitig gut abschneiden, weil nur dann können die Leute, die mit wenig Kraft in kurzer Zeit lernen müssen, von uns wirklich profitieren. Und wir können nicht die Sachen unintegriert lassen und denen überlassen, sie zusammenzubringen. Das ist eine Verschiebung von Verantwortung. Danke. Ja, erstmal fand ich, was ich vorhin sogar auch schon am Anfang meines Vortrags sagte, ne, es sind einfach drei Menschen, die in einer langen Lebensgeschichte versucht haben, das, was sie wichtig fanden, weiter voranzutreiben und irgendwie auch in eine gewisse Form zu bringen. Du hast es eben so schön gesagt, ne, also Millionen Auflage bei Friedemann Schulz von Thun spricht für sich, ne? Und das hat er auch gezeigt, das spricht unglaublich viele Leute an, das selbst in Schulen, in Gymnasien sozusagen wird er gelesen und, das ist, und ich bin sehr glücklich, dass sie da nicht noch eine Fachstunde mehr machen, sondern mal auch Kommunikation und wenn die Leute ein bisschen mehr Watzlawick lesen würden und Schulz von Thun und so weiter würden nicht alle Probleme beseitigt, aber so ein paar Grundprobleme, über die man immer noch staunt, dass sie in unserer Gesellschaft immer noch also, gibt, über Kommunikation und warum sich Paare streiten und so etwas, das wird alles nicht, ne, aber also die könnte man zumindest ausräumen und insofern fand ich das schon mal, das ist eine unglaublich wichtige Ebene des Beitrages. Springen wir mal zu mir, das ist aber auch, glaube ich, klar, dass das nicht meine Ebene unbedingt ist. Und also wenn man überhaupt das so machen würde, wärst du sozusagen dazwischen. Du hast es richtig gesagt, das ist logisch. Ne? Also meins ist nicht so sehr die und deins ja auch nicht, jetzt Tools zu bauen, aber natürlich, du musst viel stärker in die Tool-Richtung gucken. Aber was ich eben gesehen habe, und das wusste ich ja von dir eh, was kann man in einer guten Weise machen? Man kann es eben auch in einer schlechten, also ich nehme ja auch kein Blatt vom Mund, ich bin ja alt genug. Also mich regen zum Beispiel diese Bücher vom MIT auf. Ne? Peter Senge oder Sharma mit seiner Theorie U oder so etwas. Auch das ist sicherlich hilfreich, also will ich gar nicht bestreiten. Aber das hat mit Theorie oder mit einer durchreflektierten Idee von systemisch oder so, also aus meiner Sicht, ich kann da nichts finden. Also wir haben das eher so als, na gut, ich will das jetzt nicht. Aber wir haben das gern benutzt, sozusagen als Witzbuch, also weil da einfach Theorie U heißt. Die ganze Theorie ist auf dem 700-Seiten-Buch auch schon mal auf anderthalb Seiten insgesamt und selbst die kann man streichen. Und das macht nichts aus. Also das haben die sich gut zusammengeklaut und nochmal amerikanischerweise pragmatisiert. Aber also ich wundere mich einfach, und das ist genau der Punkt, ich bin nicht neidisch, aber ich wundere mich über diesen unendlichen Erfolg, die solche seichten, unausgegorenen Sachen nicht nur in Amerika haben. Da wundern wir uns ja derzeit sowieso über vieles. Das ist ja auch nicht neu. Aber auch auf dem europäischen Kontinent, in einem Land, wo wir schon noch ein Land der Dichter und Denker, also auch der Denker waren. Und klar, also das würde ich sagen, das finde ich einfach toll, dass wir da drei verschiedene Ebenen auch haben und auch toll von den Zuhörern, dass sie bereit waren, sich auf das einzulassen, weil ich sagte ja am Anfang, Systemtheorie ist nicht nur so ganz einfach. Ne? Ich habe es versucht, zwar möglichst einfach zu machen,
Aber man hat, glaube ich, schon gesehen, wenn man das ernsthaft mal nachdenkt, ja, und das hätte man ja auch noch, wenn man mehr Zeit hätte, noch deutlich differenzierter und runter deklinieren können, ne? Und so etwas, das war nicht. Also ein Widerspruch zumindest noch, weil so damit nicht alles im Konsens ausgeht. Ich fand, wir waren auch weitgehend in den Grunddingern überein, aber am meisten beschäftigt mich, glaube ich, noch so ein Punkt, der mich seit gestern beschäftigt hat, weil ich fand, das ist alles anschlussfähig, auch Schulz von Thun, aber dieses innere Team, das ist mir bisher noch nie aufgefallen, das wollte ich einfach nochmal sagen. Wenn ihr euch nochmal an diesen, ich weiß nicht, ob ich ihn genannt, Kurt oder Fritz, oder das war ja sowieso nur so ein Foliennamen, von diesen Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, beispielsweise, also der Paul hieß er, Paul. Also ich denke, für die Klärung, Selbstklärung, und ist das alles unheimlich wichtig, mit diesem inneren Team. Aber also wie er es ja gesagt hat, ich habe es jetzt aufgeschrieben, also wie kann ich meine Mannschaft zusammenstellen, wenn ich irgendwo hingehe? Da bin ich zumindest für den therapeutischen Bereich ganz sicher, dass das mit Vorbehalten zu genießen ist und für den beraterischen so in der Mitte. Also ich glaube einfach, dass ich nicht so souverän über meine Mannschaft verfügen kann. Also sagen wir, dass Aspekte aus dem Körper, aus dem Unbewussten und sonst wo kommen, die ich nicht so einfach erkennen kann. Das war bei Schulz von Thun dann auch eine Ecke, wo er sagte, der kommt auch nach 20 Jahren Analyse da nicht hoch. Ja. Das hat er, okay. Ja. Aber es gibt auch Leute, oder auch Ecken, die braucht man keine 20 Jahre für, sondern die kommen auch eher schon nicht hoch und sind trotzdem wichtig. Und deswegen glaube ich, dass mit dem inneren Team, also die Souveränität, wie ich das zusammenstelle, da bin ich zumindest für mich noch als eine Frage, ob das dann wirklich so gut funktioniert. Das ist ja auch richtig gut, dass es noch einige offene Punkte gibt, noch einige Gedanken, die einfach offen bleiben und die wir alle mit nach Hause nehmen. Und was ich jetzt ganz spannend fand, ist, der Titel der Tagung ist ja gelingende Kommunikation. Und jeder von euch hat einen völlig anderen Zugang gehabt. Und in der Essenz war einiges sehr gemeinsam, gleich. Und an den Unterschieden, da müsste man in der Tat noch eine zweite Tagung haben. Was ich jetzt spannend fände, Dirk, wäre, ihr als Veranstalter und Akteure, Hauptakteure dieser Fachtagung, was nehmt ihr denn mit? Und wenn du den Strauß binden solltest, wie wäre der dann? Das bin ich, gute Frage, danke. Damit gebe ich dir ja auch den Abschluss. Hat Schulz von Thun gestern als Rat gegeben, ne? Wisst ihr noch? Er hat gesagt, wenn man nicht genau weiß, was man sagen soll, ist eine gute Frage, ich dringe drüber nach. Aber ich nehme ganz, ganz viel mit. Viel zu viel, dass ich jetzt noch sagen könnte. Und ich nehme viel Gemeinsamkeiten mit, aber auch viel Kontext. Das war auch für mich jetzt nochmal ganz zum Schluss wichtig. Na klar, es ist ein Riesenunterschied, welcher Kontext das ist. Und dafür muss ich das... Eigentlich gibt die personenzentrierte Beratung das auch schon her, ne? Aber natürlich ist genau da dann der systemische Ansatz das, was die Verbindung ausmacht. Und ich hadere so ein bisschen, wir sind jetzt noch nicht dazu gekommen zu deiner anderen Frage, wenn wir jetzt zum Beispiel im wissenschaftlichen Beirat von der Deutschen Gesellschaft für Beratung sitzen, wo soll die Reise hingehen? So, wenn man jetzt mal denkt, was ist wichtig? Ist es wichtig, dass wir in 5 Jahren immer noch trennen zwischen personenzentriert und systemisch und verhaltenstherapeutisch oder analytisch? Oder ist es irgendwas Integrales, Integratives? Wobei ich das schön fand, wie du das sagtest, Integration heißt ja nicht so irgendwas, was wir zusammen, sondern eigentlich die Komplexität belassen. Und die Feldspezifika. Und die Feldspezifika. Und da ist wahrscheinlich noch ganz viel zu tun für uns und auch ganz viel, ganz dicke Bretter zu bohren, weil da gibt es ganz viele, die das nicht so sehen. Ne, auch ganz viel Bestandswahrung und so weiter. Aber mich ermuntert das eigentlich eher in die Richtung, Energie zu investieren. Genau. Ich glaube, ich muss jetzt aus meiner Rolle hier rausschlüpfen. Ne, oder? Willst und dann, du das Mikro haben? Ich glaube, es geht so auch, oder? Wird. Ich glaube, es geht so auch. Herzlichen Dank auch an die letzte Moderation für den ganzen heutigen Tag. Ich mache es relativ kurz. Danke. Genau. Und ich mache es relativ kurz, weil wir wollten um circa 16.45 Uhr fertig werden. Das werden wir auch schaffen. Wir sind ein bisschen ausgedünnt. Das ist, glaube ich, so eine soziale Realität von Tagungen. Wer sich mal umguckt, die sind nicht mehr alle da, die da oben saßen. Aber trotzdem fand ich es jetzt auch zum Schluss nochmal richtig schön. Nochmal so ein bisschen dialogischer.
Denn es war ja eine totale Ambivalenz, ne? Also wenn nicht nur, also sogar viel mehr als eine Ambivalenz, gelingende Kommunikation. Es gibt 3 Hauptvorträge, je 2 Stunden. Was ist das denn für eine Art von Kommunikation? Ich als Hochschuldidaktiker, meine andere Seite in mir, hätte sowieso gesagt, so Dirk, bist du bescheuert, was ist denn das für eine Tagung? Da gibt es doch viel spannendere Formate. Ich bin trotzdem total froh, dass wir es so gemacht haben. Und insofern danke ich euch jetzt nur noch. Ich übergebe euch allen, also erstmal euch beiden Hauptrednern, weil ich weiß, dass ihr so viel schreibt, einen schönen Füllfederhalter und einen guten Rotwein, Blumen wären auch schön gewesen, das weiß ich. Aber ich weiß ja, dass ihr nach Hause fahrt jetzt alle noch. Um die Metapher des Blumenstraußes, die hast du gerade noch gesagt, was ich als Blumenstrauß mitnehme, ist ja eher tatsächlich, danke an dich, Renate, ist ja tatsächlich eher inhaltlicher Natur. Wobei das auch flüssiger Natur ist. Mario, das ist für dich. Kommst du noch mal ganz kurz? Das ist für dich flüssiger Natur, weil wir gleich noch eine Helferparty machen. Aber das ist nicht für euch. Für dich schon. Damit wollte ich nur ganz zum Schluss noch mal danken. Halt! Robert Kamm. Halt! Halt! Ich bin zwar nicht der Älteste, sondern von uns 3 ja der Youngster. Ich musste Bier holen gehen. Aber ich möchte, weil ich ja auch Ex-Hochschuldidaktiker bin und diese ganze Beratungswelt und die wirklich unserer Gesellschaft zugewandte Beratungswelt, sodass wir alles Gute aus der Psychotherapie rausnehmen, aber autonom werden in diesen verschiedenen Welten. Und da fand ich eure beiden Engagements und diese Tagung ganz, ganz wichtig, weil wir können nicht bleiben, wo wir da waren, dass wir Psycho ausbreiten über die Welt, sondern wir müssen wirklich lernen, uns der Ganzheit dieser Gesellschaft zu stellen und das, was wir aus dem Psychobereich kennen, dort einbringen und es selbst aufbereiten. Unsere Kunden können das nicht tun. Ja, danke schön. Ich muss nicht immer das letzte Wort haben, aber es ist einfach jetzt so geworden. ich stimme dem allen zu und würde nur noch mal sagen, was für mich auch deutlich geworden ist, also wenn man überhaupt was mitnehmen will, es funktioniert, glaube ich, nur Begriff Authentizität, wenn Menschen bereit sind, sich als Menschen zu begegnen. Und das bedeutet Mut, wie Buber gesagt hat, ne? In der Begegnung ist man am verletzlichsten, aber es ist die einzige Weise, die wirklich funktioniert. Und ich glaube, alle Beteiligten hatten hier relativ viel Mut, sich als Menschen zu zeigen. Und das als Ermunterung, die wir auch mehr brauchen, würde ich das gern mitgeben. Dankeschön. Friedemann Schulz von Thun hat zum Schluss, zum Abschied gesagt, er fand es eine fulminante Tagung. Das gebe ich als Kompliment weiter an alle hier, an euch und an euch. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Bis bald, irgendwann, irgendwo. Guten Nachhauseweg. Dank an euch. Seht zu, dass ihr nach Hause kommt. Tschüss.